Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu City Skylines. Heute mal eine etwas verkürzte Folge, aber ich wollte nicht schon wieder ja, 3 Tage oder so ohne Video sein. Deswegen ja, gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Einen neuen Mod werde ich euch gleich zeigen, der installiert. Ja, fangen wir doch eigentlich mit dem Mod mal direkt an. Ich habe dafür hier auf dem Kreisverkehr die Fußgängerbrücken, die ich gebaut habe, entfernt. Und zwar ist dieser Mod der Automatic Pedestrian Builder. Ich weiß gar nicht. Eigentlich soll ich mit Steuerung B. Ah, okay, das funktioniert auch. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können einmal einen, das geht, da geht es dann darum, dass die Fußwege hier als Stern gebaut werden oder mit einem inneren Kreis. Ich finde, glaube ich, diesen hier besser. Ich benutze das Ganze hier jetzt einfach mal, dann seht ihr, was passiert. Also der macht automatisch an diesem Kreisverkehr hier außen eine Stufe, jeweils oder eine, nicht eine Stufe, sondern eine Erhöhung. Dann geht es hier innen drin in einem Stern, daher der Name parallel. Und die andere Variante mit dem inneren Kreis, da würde es so aussehen, dass wir hier diese Verbindung von dort bis dort haben, hier auch, hier und dann hier. Und dann hätten wir anstatt diesem Stern oder Kreuz hier in der Mitte, hätten wir hier nochmal einen Kreisverkehr, der sich an der Straße orientiert. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich so standardmäßig immer benutzen werde. Deswegen mache ich es jetzt mal hier mit dem anderen, damit ihr auch beide mal seht. So, schließen wir das wieder und ja. Jetzt haben wir im Grunde beide Varianten hier gebaut. Was ich jetzt noch hier gerade mal schnell schauen wollte, bei dem anderen wusste ich es hier nicht. Ja, doch, hier sind auch alle anderen Fußgängerwege blockiert. Das heißt, die Straßen werden genutzt. Warum gibt es hier einen Stau? Ah. Dann hier. Fußgängerweg und macht natürlich relativ wenig Sinn an so einer Kreuzung hier, dass dort so viele Leute umherlaufen. Wir haben ja hier eine Alternative, die man nutzen könnte. Gerade ob wir hier auch noch eine bauen, aber ich glaube, das Ganze mal so lassen. Die laufen jetzt alle bis hier und drehen dann um, ne? Auch nicht im Sinn, besser finden. Aber gut, es gibt hier eine Möglichkeit. Ne, den Moment gibt es nicht. Ist hier gar nicht verbunden. Gehen wir nochmal ran. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Okay, jetzt könnte also man dort rübergehen. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein kleines, na, Problem, aber hier ist noch eine Ampel geschaltet. Das ist natürlich Quatsch. Dann ist hier die Vorfahrt noch nicht definiert. Falls nicht Fahrzeuge von Vorrang haben und freie sich ausgesucht. Stopp, hier noch unklar, zumindest von dieser Seite aus. Nur ein Abbiegerstreifen. Gut, das also erstmal so ein paar Kleinigkeiten. Hier hinten habe ich, das kann ich euch gerade schon mal zeigen, einen Parkplatz schon mal eingerichtet. Da müssen noch die Beschriftungen rein, dann parken da auch Autos. Das wäre hier ja ganz praktisch in Verbindung mit dem Bahnhof in der Nähe. Da können wir auch gerade noch einen Weg planen. So. Genau, dass man auch vom Parkplatz dann direkt hier zum Bahnhof gehen kann. Hier gibt es die Verbindung zur
Sport. Da zum Footballstadion. Vielleicht können wir hier noch ein weiteres Stadion dazu bauen. Das wird ja mit den vielen Parkplätzen passen. Vielleicht machen wir auch hier mehr Parkplätze. Vielleicht von. Ja, da investiere ich noch mal ein paar, ein paar Gedanken. Gut, hier können wir auf jeden Fall schon mehr Flächen einzeichnen, auch wenn natürlich Wohngebiete aktuell absolut nicht gefragt sind. Oder so gut wie gar nicht. Ich hadere schon die ganze Zeit mit mir, ob ich diese Fläche und auch hier an der Hauptstraße nutze, genauso, obwohl nicht hier. Und hier ist vielleicht wegen der Kreuzung, naja, am Kreisverkehr. Wahrscheinlich ist es besser, da nichts bauen, keine Werbeflächen, das wäre meine Idee gewesen. Lassen wir vielleicht. Hier haben wir aber noch Fläche, die wir nutzen können. Ja, machen wir vielleicht gleich. Erstmal wollte ich nochmal hierher schauen, nämlich unsere Parks alle mal durchgehen, wie es da aussieht. Hier fehlt uns noch Unterhaltung. Besucher haben wir fast. Ja, aber hier haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon festgestellt, dass wir eigentlich ziemlich alles gebaut haben. Und ich will ja jetzt auch eigentlich nichts doppelt bauen. Bauen die Plätze. Wir können vielleicht noch ein Café und noch mehr Souvenirläden bauen, ja. Aber wir haben auch schon zwei Souvenirläden. Machen wir nochmal Café hierher. Jetzt aus. Ach, fehlen immer noch 250. Wird denn nicht vielleicht an den Dingern selber angezeigt, wie viel die geben? Nee, ne? Doch, Unterhaltung 120 für das Karussell. 100 für den Schweinchenzug. 120. Ah, okay. Ein Auto ist gut. Oh, auf jeden Fall noch einen mehr bauen. Wir hatten den ersten, glaube ich. War nicht gut. So, kommt dort noch einer hin. Geisterbahn. Jeden Fall Wege hier noch mal erweitern. Das machen wir mal. So. Dürfen wir es doch auch fast haben. 1988, okay. Ich hatte gedacht, dass die Wege vielleicht ausreichen, das bisschen noch aufzuholen. War rotierende Terrassen. Alter, okay, nee, dann machen wir es nicht. Nee, aber dann können wir noch mal ein Karussell hierher bauen. Das ist hier. Schon perfekt. Ja, dann können wir jetzt auch noch direkt schauen. Wir haben das Riesenrad freigeschaltet und die Achterbahn ist tatsächlich mal ein bisschen größer. Das finde ich ja sehr gut. Hierher in die Nähe des
Flusses. Und das Riesenrad gar nicht so wichtig ist. Bauen wir dann mal hier in die Nähe erst. So. Dann Richtung Achterbahn. Dann haben wir außer die Zäune drumherum und vielleicht noch den einen oder anderen Souvenirladen, der ja hier gerade noch ganz gut reinpassen würde, oder? Hier so. Bin ich eigentlich mit unserem Freizeitpark dann auch schon ganz zufrieden. Die Bäume werde ich hier, glaube ich, nochmal überarbeiten, weil das... Ja... Wirkt für mich noch nicht wie ein Freizeitpark und ich glaube, das liegt zum Großteil an den auch recht hohen Bäumen, die da überall stehen. Da mache ich mich noch mal ran. Ja, der nächste Park, das ist dieser hier. Haben wir genug Unterhaltung, da fehlen uns einfach nur noch ein paar Besucher. Okay, das kriegen wir ja ganz bestimmt auch noch hin. Der Park war sowieso gut, hier war auch alles gut, hier war alles gut. Unser Erzgebirge, da haben wir genügend Arbeiter und es fehlen nur noch ein paar Rohstoffe. Da habe ich mir überlegt, dass ich dieses Erzgebiet vielleicht so umbaue, dass wir die produzierenden Gebäude vielleicht auf die andere Flussseite auslagern und dann mit einer Brücke vielleicht hier so in der Nähe von hier arbeiten oder ja irgendwie so in der Richtung. Ist auf jeden Fall eine Idee, ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Dann würden wir nämlich hier noch ein bisschen mehr Platz schaffen für ja, erzeugende Gebäude. Entschuldigung, nenne ich das einfach mal. Gut, habe ich noch was vergessen? Achso, ich wollte mir noch mal anschauen, wie... Oh ja, hier ist ordentlich was los auf den... Fußgängerwegen. Finde ich schon mal sehr cool. Wie schaut es hier aus? Oh ja, da ist auch Action. Achso, wir hatten glaube ich zum Ende des letzten Videos wieder Zugprobleme, oder? Die hatte ich auf jeden Fall gelöst. Ich glaube, dass das zum Ende des letzten Videos war. Habe ich nur direkt nach der Aufnahme gemacht und kann mich deswegen nicht mehr so richtig erinnern. Achso, genau, diese Brücke hier nochmal eben schauen. Oh ja, die wird auch jetzt genutzt, wo sie angeschlossen ist. Schön, schön. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Verkehr. 80%. Das schaut erstmal nicht so schlecht aus. Problem, ja, aber es gibt doch schon so ein paar rote Stellen. Hier. Na gut, die sind halt auch... ja, stark frequentiert. Hier ist viel Verkehr, aber er fließt. Ach, hier ist es. Da muss ich doch vielleicht auch noch mal. Die blockieren sich hier gegenseitig, ne? Ja. Da muss ich vielleicht mal den einen oder anderen hier löschen. Gebäude verschieben, weil die blockieren sich hier alle wirklich gegenseitig. Das ist vielleicht kriegen wir das verändert, indem ich hier nochmal schnell eine Industriestraße bauen, die von da nach da geht, kann man nämlich an bestimmten Bereichen auch anders fahren. Ich muss hier leider noch mal ein paar
kriegen wir so nicht aufgelöst. Ja, das Holzspänelager, das muss woanders hinwandern, das wird sonst nichts. Packen wir das daran. So. Glaube, hoffe, denke, das könnte hier dann jetzt auf Dauer für Entlastung sorgen. Jetzt hat sich hier natürlich einiges aufgestaut, klar. Aber ja, schauen wir mal. Sonst ändern wir das Ganze grundlegend nochmal. Dann haben wir noch mehr Stellen. Ich hatte hier irgendwo was. Das hier sind nur Kleinigkeiten, das passt doch alles. Hier ist es nach wie vor voll, aber auch so ein bisschen. Ja, hier ist halt einfach viel los. Vielleicht können wir den öffentlichen Personennahverkehr nochmal verbessern, dass es dann sich da weiter entspannt, aber. Schauen wir mal. Was helfen könnte, glaube ich. Das machen wir noch mal schnell. Wir verbieten hier auf diesem Bereich einfach den Schwerverkehr. So, der kann nämlich, wenn er hier in dieses Gebiet will, von dort kommen. Und wenn er hier hin will, von da dementsprechend. Wenn wir hier nur noch PKWs haben und also alles außer LKWs, machen wir es so rum, dürfte das besser werden. Hier wird es auch voll, sehe ich gerade. Das müsste hier auch. Hier ist halt problematisch, wenn das von 4 auf 3, von 3 auf 2. Theoretisch ist es hier ja nur noch einspurig, was hier passiert. Ja. Lassen wir erstmal auch laufen. Gut, dann ist es jetzt doch länger geworden als gedacht, verdammt. Ja, okay, also sind wir heute durch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald, euer Krillo.